Hi ihr Wundervollen, willkommen zu einem neuen Quick-Tipp. Und zwar habe ich heute drei schnelle Hilfen für euch bei Haarfärbeunfällen. Wer sich die Haare öfter selber färbt oder beim Friseur färben lässt oder strähnen lässt, kennt das vielleicht, dass manchmal das ein oder andere ein bisschen schief geht farbtechnisch. Und ich sage euch heute, wie ihr das ganz schnell wieder beseitigen könnt mit einfachen Mitteln. Fangen wir mit Problem Nummer 1 an. Und zwar kann es ja mal vorkommen, dass die Farbe einfach zu dunkel wird oder nicht der Farbe entspricht, die ihr gerne haben wolltet. Oder auch, dass die Strähnen zu dunkel werden. Das hatte ich jetzt vor kurzem. Mir waren einfach die Strähnen, die dunklen, viel zu dunkel und zu kräftig. Und was ihr da machen könnt, ist ganz einfach, und zwar Schuppenshampoo. Ich habe jetzt hier eins von Head & Shoulders. Das ist eigentlich komplett egal. Aber Schuppenshampoo, genauso wie Tiefenreinigungsshampoo, zieht einfach Farbe nochmal aus eurem Haar raus. Ich habe es so gemacht und das funktioniert wirklich am besten, habe ich festgestellt, indem ihr das Schuppenshampoo 30 Minuten einwirken lasst. Und das macht ihr so an 3 Tagen hintereinander. Immer schön die Kur reingeben, dass die Haare nicht zu sehr austrocknen davon. Aber da schafft ihr es wirklich nicht, dass die Farbe komplett rausgeht, das ist klar. Aber man bekommt sie auf jeden Fall um einiges heller und so ein bisschen ausgewaschener hin. Tipp Nummer 2 dreht sich um den Grünstich. Das kennen bestimmt viele Blondinen. Es passiert, wenn man die Haare zu aschig färbt, zum Beispiel auf so blondes Haar, oder zu aschige Strähnen reinmacht, dass ein Grünstich entstehen kann. So ein grün-grau-Stich sieht nicht sonderlich hübsch aus, finde ich. Und auch ich hatte das Problem schon mal. Obwohl ich beim Friseur war, muss ich sagen, ich bin nach Hause gekommen, dachte mir, oh mein Gott, ich habe doch einen Grünstich da drin. Und dann habe ich eine Sache ausprobiert, die jetzt so gut funktioniert, und zwar ist das Ketchup. Ganz normales Ketchup. Es hat halt super viele Rotpigmente und das wirkt halt den Grünpigmenten entgegen. Das Ganze habe ich mir einfach auf die Haare aufgetragen und dann Alufolie drumherum und dann wirklich locker eine halbe Stunde einwirken lassen. Ihr könnt es auch länger einwirken lassen, dann ausspülen und das Ganze habe ich 2-3 Mal wiederholt und das hat so gut geholfen, dass ich am Ende wirklich schon fast so einen leichten Goldstich in den Haaren hatte. Also das ist auch ein super Tipp. Dann kommen wir noch zu einem Problem, das sehr, sehr viele kennen, glaube ich. Und zwar ist das der Gelbstich bei blonden Haaren oder auch, wenn man so einen hellbraun hat, dass es einfach zu warm ist und dadurch irgendwie unnatürlich aussieht. Und da kann ich euch total von L'Oreal die Dialight, die Milkshakes empfehlen. Das sind sozusagen Tönungen, die ihr euch auf die Haare drauf machen könnt. Die gibt es in verschiedenen Farben, Nuancen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 1021. Das ist die Farbe Milkshake Perlmutt Silber. Ich verlinke euch das auch mal in der Infobox, das gibt es auf Amazon und das mischt ihr euch mit einem Entwickler an, einfach 1:1, das funktioniert super easy, oder 1:1,5, funktioniert beides, ich habe beides schon ausprobiert und das rührt ihr euch an und gebt es auf die gewaschenen, nassen Haare drauf, eigentlich fast wie eine Kur, komplett im Haar verteilen, einkämmen, 10 Minuten einwirken lassen, ausspülen und ihr habt wirklich dann einen sehr aschigen Ton, kommt natürlich auf die Farbe drauf an, die ihr euch aussucht, aber ihr könnt damit wirklich rumspielen und den Gelbstich total aus euren Haaren rausbekommen und sie sehr, sehr viel kühler machen, als sie sind. Wie gesagt, diese Milkshakes verlinke ich euch in der Infobox. Ich bin ein großer Fan davon, weil man nicht viel falsch machen kann. Ihr verändert jetzt nicht euren Farbton damit oder beziehungsweise eure Farbe in dem Sinne, sondern wirklich nur die Nuance, dass es ein bisschen kühler und aschiger wird. Deswegen kann man da wirklich nichts falsch machen. Ich kann es jedem ans Herz legen. Und erzählt mir doch mal in den Kommentaren von eurem letzten Friseurunfall. Das würde mich total interessieren. Ich habe, wie gesagt, alle 3, die ich euch hier erzählt habe, auch schon mitgemacht. Und deswegen hoffe ich, ich konnte euch helfen mit diesem Quick-Tipp und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Cozy House.